Ja, meine Freunde der pyrotechnischen, das war der falsche Kanal. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Aldi Süd Prospekt. Heute, ja, habe ich vorhin erst aus der Filiale geholt und ihr seht, die Leute haben sich hier schon mit Feuerwerkskörpern eingedeckt. Ich habe also das richtige Prospekt erwischt. Los geht's. Dann haben wir hier das Big Bang Knallersortiment. 1,99 ist für zwischendurch wirklich ganz nett. Sind halt kleinere Knaller, China-Knaller, B-Böller, Reiber. Ist halt eher was für zwischendurch, aber auch ganz nett. Kann ich jetzt aber nicht besonders empfehlen. Dann die Thunder Cube. Kubische Kanonschläge sollte man eigentlich jede Silvester haben. Einmalig irgendwie in Deutschland. Diese Form gibt es schon. Also gefühlte Ewigkeit. Ich liebe kubische Kanonschläge und ja, kann man immer mal gut testen. Aldi Süd, Lidl, wie gut die sind und ja, absolute Kaufempfehlung. 6 Stück für 2 €. Mega Preisknaller. Dann geht's weiter hier. Die Merlin, auch eine wirklich super schöne Batterie, kann ich euch nur empfehlen. Ja, habe ich ja mal ein 10er-Brett von gemacht. Also geht halt richtig wirklich mega ab. Und ja, auch einzeln natürlich super genial, kann ich euch nur empfehlen. Dann machen wir mal weiter. Und zwar hier, nächste Seite. Das 4,90 € Jugendspaß lassen wir mal weg. Brauchen wir mal nicht. Wir wollen F2 Feuerwerk. Dann Familiensortiment Avalon, 9,99 €. Auch ganz nett mit Kugel, nee, mit Bombenraketen. Und eine schöne Mischung aus Leuchtfeuerwerken, ein paar Knallern und so weiter. Dann das Sortiment Ivanhoe, das ist ähnlich wie die Highspeed Bombs. Könnte man auch mal wieder testen. Highspeed Bombs gegen Ivanhoe auch wirklich ganz nett. Hier gebe ich auf jeden Fall eine Kaufempfehlung für dieses Set. Nehme ich mir also auf jeden Fall entweder Highspeed Bombs von Lidl oder dieses nehme ich jedes Jahr eigentlich immer ein bis zweimal mit. Dann Sortiment Lancelot, ein größeres Raketensortiment, was ich jetzt noch nicht getestet habe, aber deswegen kann ich euch jetzt hier nicht sagen, wie gut die sind. Ihr seht hier auch mit Doppelschlagbombenraketen, müsste man eigentlich mal testen. Dann geht es weiter. Was haben wir hier denn noch Schönes? Camelot. Das ist wieder ein höherwertiges Familiensortiment, sogar hier mit so einer Diamantsonne. Auch ganz nett mit Kanonschlägen sogar, Fontänen. Sehr, sehr schönes Feuerwerk drin. Und auch die guten Kugelbomben, die Bombenraketen. Dann, das ist eigentlich ein Klassiker, 9,99 €. Kann ich echt nur empfehlen. Für ein bisschen Zündelei zwischendurch zum Anheizen ist das wirklich mega geil, 9,99 € macht ihr definitiv nichts falsch. Ah, dann die Viel-Glück-Raketen. Ich fand sie gar nicht mal so übel. Ja, ist also ja, eine richtige Kaufempfehlung ist es jetzt nicht. Aber man macht auch nichts falsch, wenn man es jetzt ja, mal mitnimmt. Also das ist, man wird also nicht enttäuscht. Dann geht es weiter auf der nächsten Seite. Die ganz beliebte Artus, ehemals Reno oder Reno, nee, Reno. 3,99. Ja, seit 2 Jahren oder ja, seit 2 Jahren kostet es halt statt 2,99 jetzt 3,99. Das war halt immer der Unlock-Artikel bei Aldi Süd. Habe ich teilweise 5, 6, 7, 8 Mal immer mitgenommen für 2,99. Ja. Jetzt natürlich vielleicht einmal. Ist aber trotzdem noch eine tolle Batterie. 16 Schuss mit einem Silberschweif-Aufstieg. Kann man sich definitiv ein, zweimal gönnen. Dann hier Tristan hat mir auf jeden Fall letztes Jahr sehr, sehr gut gefallen. Dieses Jahr auf jeden Fall wieder 2 bis 3 Mal dabei. Mega geile Batterie. Also auf jeden Fall für den Preis finde ich, ja. Einen schönen farbigen Aufstieg. Hier steht es ja. Kometenaufstieg in roten, grünen und blauen Sternbouquets. Und dann halt Popping Flower Bouquet. Popping Flower ist halt so eine Knisterblume, die dann quasi aufgeht nochmal. Für den Nicht-Pyro sozusagen. Ja, Braveheart, ein kleines Sortiment für 6,99 €, eher auch was für zwischendurch, aber auch ganz nett. Dann haben wir hier die Parsival für 6,99 € und die
Mystic Moments kann ich euch ehrlich gesagt nicht so viel von erzählen, weil ich die echt noch nicht getestet habe. Ja, kann ich euch ja gerade mal die Effektbeschreibungen vorlesen. Kometenaufstieg in Rot und Grün sowie fetzigem Crackling und lautem Knall. Also leicht anfangend und dann steigernd bis zum Finale hin. 6,99. Okay, kann man halt nicht so viel verlangen bei dieser Batterie, sage ich jetzt mal so. Dann Mystic Moments. Ich glaube sogar, ja, mit Pfeifern war die, irgendwas mit Feuertöpfen noch. Wäre auch mal ein Testwert für 8,99. Könnte ich mir eigentlich auch mal gönnen. Dann hier Leuchtkugelbatterie Black Knight. Und Leute, ich kann euch ehrlich gesagt sagen, hier dieses komische Gestell mit dieser quasi Spirale hier. Ich wusste jahrelang nicht, für was das ist. Ja, jahrelang war es ja auch ziemlich kalt und man käme ja nie auf die Idee, das Teil mal in den Boden zu stecken und dann an dieser Spirale hier festzumachen. Aber das ist wirklich dafür. In Boden stecken und dann hier fest mal an dieser Spirale, ich glaube, hier reinstecken und dann steht das Ding richtig fest. Und ja, genau. Leuchtkugelbatterie Black Knight. Nächste Seite. Hier haben wir die besonderen Veko-Vulkane. Absolute Kaufempfehlung 98, das sind sogenannte Schweizer Vulkane. Die hat Veko importiert von Bugano, das ist ein Schweizer Hersteller, der diese Vulkane fertigt. Das ist also wirklich Premium-Qualität. Und 8,99 ist wirklich ein sehr, sehr guter Preis. Hier bei Aldi Süd gelabelt unter dem Namen Magma Monster. Hier haben wir Silber, Vulkan mit pinken Sternen, Gold, Vulkan mit Blinksternen. Wir haben auch Goldvulkan, Verwandlung zu Silbervulkan und auch ein Goldvulkan mit bunten Sternen. Kann ich euch absolut nur empfehlen. Kaufempfehlung. Dann die Screaming Grizzly, wieder eine Saturn-Missile-Batterie. Ist wirklich nicht schlecht, aber mir gefallen halt die Ausmaße nicht. Ja, die ist einfach zu lang. Das Ding müsste rund oder quadratisch sein. Ja, kann man es einfach besser, wirklich besser transportieren. Ansonsten Luftheuler mit einem angenehmen ja, Heulaufstieg. Schönen Spaß am Tag oder auch in der Nacht kann ich auch empfehlen. Also für den Liebhaber der Heulerbatterien. Dann haben wir hier Magical Sky. Kenne ich wirklich nie. Ach, okay, das ist wieder so ein gelabeltes Zeug. 2x100 Schuss Multi-Effekt-Batterie. Okay, kann ich euch empfehlen. Ist so ähnlich wie die Powerbox bei Lidl. Nur, dass ihr habt hier 200 Schuss Batterien. Und eine läuft halt so 50 Sekunden und die andere läuft halt nur 30 Sekunden. Auch sind also zwei verschiedene Batterien. Und ja, für zwischendurch wirklich sehr, sehr gut geeignet. Hatte ich auch schon mal getestet und ist definitiv eine Kaufempfehlung für das etwas ruhigere Feuerwerk. Dann geht's los, die Wolfblatt. Ich sehe mit Erschrecken 9,99 €. Das ist natürlich nicht schön. 8,99 € hat die sonst immer gekostet. Ja, ist eine tolle Batterie. Leider auch mit Crackling. Ja, für den Preis, ja, Kaufempfehlung direkt kann ich jetzt nicht aussprechen. Ist aber auch nicht schlecht. Also man wird nicht enttäuscht sein, wenn man die Batterie jetzt zündet. Dann wieder Callisto. Aber das ist wirklich eine geile Neuheit. Kann ich euch wirklich nur empfehlen. Hatte ich letztes Jahr getestet. Ist ja auch auf YouTube schon online mein Video. Eine Glitter-Effekt-Batterie. Diese Batterie besonders ist halt, die schießt in Salven. Salven heißt mehrere Schüsse auf einmal. Ja, gesteppt. Nacheinander. Ja, 5, 6 Schuss nacheinander. Und dann gibt es halt ein richtig schönes Bouquet am Himmel. Hier mit schönen leisen Fischeffekten. Und danach tolle Bouquets. Ich glaube, blau und gold. Ja, hier sieht man auch Goldflimmer, genau. Dann geht es weiter mit der Witchcraft. 13,99 € ist auch eine wirklich tolle Batterie. Muss ich sagen, es ist eine Mischeffekt-Batterie, langsam anfangend hier mit so Crackling-Kometen, Leuchtkometen und dann steigert sich das auch bis zum Finale hoch. Aber man sollte halt, wie gesagt, für 13,99 € nicht allzu viel erwarten. Nächste Seite. Dann ist hier zum Beispiel die Feuerwerksbatterie, Talisman 17,99 €. Neuheit,
werde ich mir auf jeden Fall einmal mitnehmen. Wirklich richtig geiles Ding. Habe ich mir schon mal Videos angeguckt, also ein tolles, richtig lautes, großes Bouquet. Und in dem Bouquet drinne breiten sich zusätzlich noch Fische aus. Also richtig, richtig geil. Also Fischeffekt hole ich mir auf jeden Fall einmal. Dann die Swords of Fire habe ich eigentlich noch nicht getestet. Deswegen, ich kann euch nicht so viel zu dieser Batterie sagen. Deswegen gehen wir gleich mal weiter. Dark Portal, auch ein schönes, also ein einfacher, kleiner, preiswerterer Verbund mit 5 Batterien am Anfang und dann halt Bouquets. Ich kann euch das ja gerade mal hier vorlesen. Systemfeuerwerk mit nur einer Zündung. Ja. 60 Sekunden Brenndauerkaliber bis 25 mm. Ja, ist also nicht genau beschrieben. Aber wie gesagt, Pfeifer und ein paar lautstarke Bouquets. Dann die Dragonfire. Erinnert mich irgendwie die Dragonfire immer an die Lidl, obwohl die 19 Schuss hatte. Aber habe ich noch nicht getestet. Soll aber auch ziemlich gut sein. Ja, viele verschiedene Effekte drin. Auch wieder bis zum Finale steigernd. 1999 kann man sich eigentlich auch mal gönnen. Dann G2 Excalibur. Oh, no, no, no. Müsste man eigentlich weglassen, weil ich hasse diese Batterien. Excalibur, wie auch hier diese komische. Nee, die gibt es gar nicht mehr. Die andere. Da, die gab es bei Lidl, genau. Excalibur ist also eine komische Batterie, die jetzt 2 Minuten läuft und nur 36 Schuss hat. Also extrem langsam. Die Zerleger sind eigentlich gar nicht mal so schlecht, muss ich jetzt sagen. Ja, wäre aber für mich nichts, weil die läuft bis zur Hälfte extrem langsam und dann zur zweiten Hälfte steigert die sich halt. Aber das ist halt, ja, ist trotzdem extrem langsam. 2 Minuten Brenndauer. Das muss ich bei der Schussanzahl nicht haben. Dann gucken wir mal weiter. Wir haben hier Feuerwerksbatterie Iron Heart 2499. Ein schönes kleines Verbundbrett. Also für den kleinen Geldbeutel eher auch was geeignet. Für mich jetzt nichts. Ich stehe so eher auf die größeren Verbünde oder halt spezielle Batterien, wie zum Beispiel sowas hier. Ja, aber kann man sich durchaus auch mal gönnen. Nächste Seite. Genau, das Sortiment habe ich ja letztes Jahr getestet. Das ist das King and Queen Sortiment. Ist eigentlich nicht schlecht. Ja, mir hat neulich einer noch geschrieben bei YouTube, das ist mir zu teuer, 15 Euro pro Batterie. Aber ich muss ehrlich sagen, dieser Verbund mit diesen 2 Batterien, würde man die Batterie einzeln kaufen mit dem Originalnamen, wäre man locker bei 40, 45 Euro. Also das ist schon ein gutes Set, muss ich sagen. Wobei eine richtig gut ist und die andere geht so bis in Ordnung. Ja? Also man macht hier aber definitiv nichts falsch. Ja? Man kriegt 2 große Batterien, jeweils mit 36 Schuss für 15 Euro dann. Sind ja 2 Stück drin. Also kann man definitiv nichts falsch machen, wie ich finde. Dann geht's weiter. Hier haben wir noch einen Verbund. Dream Catcher 2999. Hatte ich auch jetzt noch nicht getestet. Dann geht's weiter. Supernova, das ist, glaube ich, wie die Bombette aus dem Lidl. Ist, glaube ich, das gleiche Sortiment. Weiß ich jetzt aber nicht. Ihr könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber ich denke schon, dass das das gleiche Sortiment ist. Denn Lidl hat ja auch die Firma Deko. Dann ein Verbund Euphorica. 99,99 €. Richtiger Zungenbrecher hier. Noch keine 100 Euro. Ihr seht, wahnsinniges Schnäppchen. Ja, okay. Gut, also ist eine Neuheit. Auch ein toller Verbund. Dann geht es weiter mit einem Verbund. Sky of Diamonds 49,99. Letztes Jahr habe ich gehört, es sollte eine Kaufempfehlung sein, habe ich von jemandem gehört, dass es wirklich ein toller Verbund ist. Kann ich euch aber so nicht sagen. Wie gesagt, ich habe es noch nicht getestet. Und ja, müsste man mal gucken. Für 50 Euro ist es eigentlich nicht schlecht. Kaliber bis 25 mm. Und ja, dann haben wir hier einen etwas größeren Verbund für 120 Euro. Crown of Light sieht auch ziemlich nice aus. Wie gesagt, auch noch nicht getestet. 304 Schuss. Ja, das könnte sogar die Legend sein. Weiß ich jetzt aber nicht. Ich kenne mich mit den Labelungen halt nicht ganz mehr so aus, aber es dürfte die Legend
304 sein, die es auch bei Lidl gibt. Dürfte das sein. Dann kommen wir hier zu der letzten Seite. Die Golden Kingdom. Kann ich euch auch nichts zu sagen. Habe ich, wie gesagt, auch noch nicht getestet. Und ja, ist halt ein Verbundfeuerwerk wieder. Verbund, mehrere Batterien auf einer Platte, schon fertig verleitet, verbunden, nur noch einmal anzünden und dann das Feuerwerk genießen. So Leute, jetzt zum Schluss kommt noch meine Empfehlungen. Also Pyromotte, Empfehlungen und los geht's. Also, von mir gibt's auf jeden Fall eine Empfehlung für das Thunder Cube Sortiment, ebenfalls für die Merlin Fontäne. Auf der nächsten Seite würde ich eine Empfehlung aussprechen für das Ivanhoe Sortiment, dann auch noch für dieses, viel Glück nicht. Hier dieses Sortiment, das Art of Light, kann man sich definitiv mal gönnen. Bisschen was für zwischendurch. Dann auf jeden Fall die Artus, ja, halb und halb. Aber gebe ich trotzdem meine Empfehlung, wirklich schöner Silberschweifaufstieg mit einem schönen bunten Bouquet. Definitiv eine Empfehlung. Tristan, müsste ich eigentlich 2 oder 3 Buttons hinlegen. Das ist wirklich mein Liebling seit letztem Jahr. Dann auf jeden Fall die Vulkane, Kaufempfehlung. Ebenfalls Empfehlung von mir ist hier diese Callisto-Batterie. Absolute Kaufempfehlung, muss ich hier sagen. Ist wirklich ein richtig geniales und edles Teil. Hier würde ich sagen, habe ich zwar jetzt noch nicht getestet, aber wie gesagt, ist eine Neuheit. Wirklich toll. Und ihr könnt mir glauben, ist sehr, sehr schön. Deswegen hier auch. Zwar etwas teurer, aber wirklich, glaubt mir, tolle Batterie. Talisman. Die Dragonfire würde ich auch eine Empfehlung geben. Ja, zwar noch nicht getestet, aber laut Videos auch sehr schön. Excalibur lassen wir mal lieber sein. Dann hier natürlich King and Queens. Kann man sich auf jeden Fall mal gönnen. Zwar jetzt keine absolute Kaufempfehlung, aber dennoch ein Kauftipp, will ich es mal nennen. So, dieses Bombette-Set habt ihr ja das Video gesehen. Also Supernova bei Aldi. Naja, ist halt auch schön für zwischendurch. So, und das war's auch schon wieder. Ich hoffe, euch hat meine Prospektvorstellung gefallen. Auch mit den kleinen Kauftipps, Beratung ist nicht immer so einfach, so spontan jetzt, also jedenfalls für mich, so ein Prospekt vorzustellen. Deswegen, ich wollte es aber dieses Jahr wieder machen. Deswegen, vielen Dank fürs Zuschauen und ja, abonniert mich einfach, ist alles kostenlos. Schaut die Videos, aktiviert die Glocken immer bei diesen Videos, damit ihr auch nichts verpasst.